Willkommen beim täglichen Videostrategieticker des Frankfurter Börsenbriefs heute am Donnerstag, den 26. März 2015. Die Korrektur ist nun da. Heute sehen wir eine sehr schwache Entwicklung. Gestern hatten wir wieder das wie angekündigte Hin und Her. Erst freundlich und dann wieder absackend. Ich hatte Ihnen das ja schon nahegelegt. Heute auch wieder eine sehr schwache Phase unter die Marke von 11.800 Punkten. Ein neues Zwei-Wochen-Tief. Ich denke aber, dass wir im Laufe des Tages eine kleine Erholungsbewegung starten. Und ich sag mal, wer jetzt langfristig orientiert ist, wer Portfolio bilden will auf Sicht bis Ende des Jahres, der kann jetzt schon mal eine ganz kleine Einsteigerposition einkaufen, denn Ende des Jahres stehen wir sicherlich klar höher als die jetzigen Kurse. Vom Timing ist das natürlich nicht zu greifen, ob wir nochmal 100 oder 500 Punkte runtergehen, das ist durchaus möglich, dann kann man sicherlich nochmal nachlegen. Aber für erste Käufe von Aktien, wenn sie im Moment nicht im Markt sind, sind diese Kurse eigentlich ein schöner Aufhänger. Heute, wenn Sie allerdings kurzfristig disponieren wollen, sind andere Themen interessanter und hier insbesondere das Öl. Es gibt ja auf der arabischen Halbinsel im Moment scharfe Auseinandersetzungen. Im Jemen tobt ein Bürgerkrieg und das geht auch auf den Ölpreis. Es drückt nicht den Ölpreis, sondern es zieht ihn nach oben. Saudi-Arabien hat einige Rebellenstellungen bombardiert und es wird sich wahrscheinlich dieser Konflikt noch ausweiten, zumal auch der Iran hier involviert ist. Jemen ist natürlich kein ölförderndes Land, aber eine Destabilisierung in der Region wird auf den Ölpreis wirken und hier vor allem auf den Brentpreis. WTI ist etwas weniger betroffen, aber WTI ist auch interessant. Das warum, das werde ich Ihnen im Frankfurter Börsenbrief in der aktuellen Ausgabe auseinanderlegen. Also gehen Sie davon aus, dass der Ölpreis in den nächsten Tagen noch ein gutes Stück zulegen wird und hier können Sie jetzt über Mittag schon mal eine Position kaufen. Ich denke, dass wir über den Nachmittag oder bis morgen noch mal leicht nachgebende Kurse sehen, dann ergänzen Sie diese Position bitte. Also Öl ist in einer kurzfristigen Aufwärtsphase. Wie es mittelfristig weitergeht, habe ich schon ausreichend erläutert in diesen Briefen und an anderer Stelle. Wir gehen davon aus, dass wir für den Herbst wieder eine Abschwächung der Kurse sehen, aber jetzt erstmal über den Frühling eine Avance. Das lässt sich nutzen mit verschiedenen Papieren. Drei werde ich im Frankfurter Börsenbrief in der aktuellen Ausgabe vorstellen. Zwei gehebelte Produkte und ein ETF. Und da können Sie durchaus noch mitspielen. Das sind die Hinweise für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Morgen melde ich mich wieder. Bis dahin alles Gute, Ihr Bernhard Klenzing.